Hallo Rambas, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play Armored Warfare. Und heute mal wieder mit einer Arty. Ja, so ist es. Und zwar zeige ich euch halt die Tier 8 Arty Paladin M109A6, um ganz genau zu sein. Dieses wunderbare Gefährt. Und wie gesagt, ich sag's fast in jedem Video von Artys, aber ich liebe die Artys bei Armored Warfare und dementsprechend. Gucken wir uns doch mal auch das Detail dazu, zu dieser selbstfahrenden Lafette, zu dieser Selbstfahrlafette an. Diese in den USA gebaute selbstfahrende Haubitze wurde im Rahmen einer Update-Serie für die M109 entwickelt. Im Vergleich zu ihren Vorgängern bietet die M109A6 Paladin eine verbesserte Feuerrate und wurde seit ihrer Einführung im Jahr 1991 in einer Auflage von 950 Stück gebaut. Das Fahrzeug ist immer noch im Einsatz, allerdings planen die Vereinigten Staaten ein Upgrade und werden alle ihre Bestände durch die M109A7 ersetzen. Der Schaden 445, der anhaltende Schaden natürlich jetzt nicht so hoch wie bei anderen Klassen und der Schutz auch so wenig, das ist aber eigentlich total egal, sondern wir legen jetzt los, springen ins Gefecht und gucken, was die Paladin so kann. Ja, das Matchmaking hat uns in ein 9er-8er-Gefecht geschickt und hier jeweils mit zwei Artis. Auf Gegnerseite die PZH-2000 und auf unserer Seite jeweils mit mir noch eine andere Paladin. Dementsprechend spannend kann es da jetzt werden. Lustigerweise auch gerade, weil die beiden Artis im Zug auch noch sind. Also da muss man gleich doppelt aufpassen. Munition haben wir die klassische HE. Die Hera, das ist eine raketenunterstützte HI-Granate. Die fliegt schneller, macht aber weniger Schaden. Dann eine Rauchgranate. Und ein Leuchtgeschoss. Ja, für jeden doch was dabei. Ich lade jetzt zuerst mal auf die Hera um, da ich damit dementsprechend schneller Geschosse habe, um damit einfach den Gegner leichter zu beschießen. Ganz plump, ganz simpel. Und genau, der Richtschütze soll nach Zielen suchen. So, meine andere Arti stellt sich da schon dementsprechend auf. Ich würde mich hier hinter den Stein gerne stellen, um vielleicht so ein bisschen was abzufangen. Aber ob ich da noch selber gut wirken kann, wird sich gleich zeigen. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal auf den Gegner drauf. Auf den kommen wir leider so gar nicht. Ist natürlich schon das erste doofe Schicksal, das uns ereilt. Auf den kommen wir scheinbar gar nicht drauf. Nee, der wird gar nicht. Auf den würde man. Oder auf den auch. Oh ja, da haben wir doch endlich mal Ziele. Da haben wir schon den ersten Hit landen können. So, was ist mit ihm hier? Komm schon, noch ein Stück zurück, noch ein Stück zurück, noch ein Stück zurück. Jetzt ja. Nochmal ein kleiner Hit. Kleiner Hit für die Menschheit, aber ein großer Hit für Armored Warfare. Ne, nicht ganz. Aber wir werden scheinbar nicht gecountert. Die Artis sehe ich aber selber auch noch nicht schießen, lustigerweise. Ja, da hat man einen schönen Doppeltreffer. Ne, auf die komme ich beim besten Willen nicht drauf, auf die ebenfalls nicht. Und der müsste noch ein Stück nochmal hochfahren. Jetzt gehen die Artis da langsam auf. Schießen sehe ich auch auf die andere Arti von mir. Schießen wir einfach auch mal hin.
Oh, 608er Hit. Der hat ordentlich gewämst. Dass ich auf die beiden da nicht drauf komme, ärgert mich. Aber beim besten Willen, da geht einfach nichts. Auf den komme ich auch einfach nicht drauf. Aber dann gehen wir halt auf die Artis. So, der dürfte sehr gut kommen. Ja, schöner 500er Hit. Nichts zu machen. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Da vorne kommen die Feinde. Ja. Bevor sie kommen, halte ich da lieber noch mal drauf. Sie haben uns ordentlich erwischt. Nein. Ja, hab mich aber teuerst verkauft. Ich glaube, auch wenn es kein Kill war, habe ich da schon schön Schaden machen können und das ist ja das Wichtigste. Auch dann noch mal supportet am Ende. Und die Art hier auch schön beschäftigt. Dementsprechend war das ein teures Gefecht. Jetzt ist nur noch der M100, nee, der M1128 MGS. Aber der ist ertrunken. Naja, kein ehrenvoller Tod. Aber damit die Runde schnell beendet. Und schauen wir doch mal, was wir am Ende des Tages so reißen konnten. Ladescreen, Ladescreen, Ladescreen. Die Spannung ist groß und 3113 Schaden für Assist und 1100 unterstützt. Ja, das kann man doch sagen, war eine sehr gute Runde, weil an dem Leo 2A6, da habe ich hier den Spähschaden gemacht. Ja, schön, dass ich da nochmal 1000 bekommen habe. Dementsprechend war das eine phänomenale 2464er Runde und vom Schaden auf Platz 4 mit 3113. Ja, das kann man doch wirklich lassen. Gab dafür netto 124.000 raus. Und ich denke, da kann man wirklich sagen, war eine schöne Arti-Runde. Mir hat sie gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Deswegen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.